Stimmt bei den Tirolern nicht. Ich glaube, das wissen wir alle selber nicht, weil wenn wir das wüssten, hätten wir heute nicht so gespielt. Ich glaube, es ist eine totale Verunsicherung in der Mannschaft, die sich aber keiner erklären kann. Hat die Vorbereitung nicht gestimmt? In der Vorbereitung hat es ja sehr viele Tore gegeben und die Stimmung war sehr gut gelöst. Na, die Vorbereitung war, glaube ich, optimal. Ich meine, wer die Stimmung beim Training gesehen hat in der Vorbereitung, weiß, dass die Vorbereitung gestimmt hat, also daran ist sicher nicht gelegen. Ist es vielleicht eine Verunsicherung in der Mannschaft, weil man nicht genau weiß, wie es mit dem Club weitergehen wird in der nächsten Saison? Ja, wie es mit dem Club weitergehen wird, das können nur wir auf dem Spielfeld entscheiden, weil wenn wir gute Leistungen bringen und Meister werden, wird es auch mit dem Club weitergehen. Ist die Meisterchance jetzt schon dahin? Nein, sicherlich noch nicht dahin. Es ist natürlich umso schwerer, aber es sind zwei Runden in der Frühjahrssaison gespielt und es ist sicher noch nicht alles vorbei. Es hat eine sehr wichtige Situation in diesem Spiel gegeben, und zwar den vermeintlichen Ausgleich für die Tiroler. Wie haben Sie die Situation gesehen? War es tatsächlich abseits? Also es ist so schnell gegangen, ich kann es jetzt ehrlich auch nicht sagen. Ich weiß nur, dass der Linienrichter die Fahne nicht gehoben hat und der hat es sicher von der Seite sehr gut gesehen, aber der Schiedsrichter hat das Tor aberkannt. Können wir auch nichts mehr machen. Ne? Was war der Unterschied zwischen Austria und Tirol in diesem Spiel? Hier übrigens diese Situation. Ja, man kann es da auch nicht sehen, aber ist natürlich schwierig, aber ich glaube, der Linienrichter hat es sicher ganz gut gesehen und hat gesehen, dass kein Abseits war, aber wie gesagt, an dem ist es sicher auch nicht gelegen. Wir hätten schon in der ersten Halbzeit besser spielen müssen und mehr Chancen herausarbeiten, dann hätten wir vielleicht dieses umstrittene Tor gar nicht gebraucht. Danke vielmals, Harald Czerny, danke vielmals nach Innsbruck. Und jetzt kommen wir zur Zusammenfassung dieser zweiten Frühjahrsrunde, und zwar aus der Sicht der Trainer.